Es ist eine neue Ausgabe vom Wohnen. Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Von der Ferien am Mittelmeer schnell checken, was daheim alles im Briefkasten liegt. Auf dem Heimweg vom Skiwochenende die Wohnung schon auf die gewünschte Temperatur vorheizen. Oder für das gemeinsame Tête-à-tête schon die passende Musik und die perfekte Lichtstimmung in die Wohnung zaubern, bevor man überhaupt selber daheim ist. Das sind weder Wunschgedanken noch Zaubereien. Das kann nämlich Realität sein. Und zwar überall dort, wo das Haus mit der entsprechenden Technik ausgestattet ist. Wie das funktioniert, sehen Sie im Beitrag von Simon Keller. Was heute an modernster Technik alles möglich ist, zeigt das Haus zu Weggist. Nicht nur die Unterhaltungselektronik ist auf dem neuesten Stand. Auch bezüglich Luxus, Kontrolle und Anwenderfreundlichkeit werden alle Wünsche erfüllt. Der Besitzer Urs Steiner nimmt uns mit auf eine Hausführung. Es sind rund 2'500 Datenpunkte, die hier überwacht, kontrolliert oder verarbeitet werden. Und zwar so, dass die Technik wirklich im Hintergrund ist und der Mensch eigentlich nichts merkt. Ein Grossteil des Hauses ist videoüberwacht. So sieht der Besitzer, wer vor der Tür steht und kann dieser Person per Knopfdruck aufmachen. Außerdem können die Nummern von fremden Autos vor dem Hauseingang gescannt und sogar der Lift gesteuert werden. Wir haben in diesem Haus mehrere Videokameras als Überwachung. Die sind auch ins Netzwerk integriert und sind so geschaltet, dass sie vollautomatisch auf Bewegungen reagieren und das Ganze aufzeichnen. Ich kann also jederzeit schauen, wer ist ums Haus herumgelaufen, wer ist gekommen, wer ist gegangen. Die ganze Überwachung funktioniert sogar von unterwegs. Per Computer oder iPhone kann von überall auf der Welt auf Systeme, die das Haus steuert, zugegriffen werden. Die Meldungen werden laufend aktualisiert. So wird sogar angezeigt, wenn ein Brief im Briefkasten liegt. Sie können auf einen Knopfdruck, wenn Sie das Gebäude verlassen, das Haus in Schlafmodus versetzen. Und wenn Sie unterwegs sind, können Sie so auch sicherstellen, dass Sie alles abgeschaltet haben, dass alle Türen zu sind, alle Fenster geschlossen. Beim Küchentisch kann sogar von unterwegs die Farbe gewechselt werden. Das ganze Haus ist über die Software verknüpft. Die wird auch bei Polizeileitstellen eingesetzt, kann nicht abstürzen oder hängen bleiben. So fährt im Jacuzzi sogar nach einem Stromunterbruch der Fernseher wieder problemlos aus dem Rahmen. Über das Touchpanel kann Rita Germann als Heimkino steuern und so auf der Leinwand die neuesten Filme schauen. Ich hatte am Anfang auch Bedenken, weil ich eben auch von Technik so gut wie keine Ahnung hatte. Und ich muss ehrlich sagen, ich will es nicht mehr missen, weil man hat eine Bedienung und nicht 3, 4, 5 Fernbedienungen, die man sonst braucht. Durch die Vernetzung kann man alle Filme auf allen Fernsehern im Haus schauen. Aber braucht man denn die Funktion überhaupt? Ja, eigentlich ziemlich oft. Weil es ist ja so, wenn man im Home-Cinema zum Film schaut und dann schallt plötzlich das Telefon oder man hat das Gefühl, nein, ich will etwas Kleines zu essen, dann kann man den Film hier abstellen, geht rauf in die Stube, kann ihn dort weiter schauen. Oder wenn man sagt, nein, ich bin müde, ich will ihn lieber vom Bett aus schauen, dann kann man den Film eben vom Schlafzimmer aus fertig schauen. Der Pool ist so programmiert, dass der Chlorwert automatisch angepasst wird. Beim Baden entsteht das Gefühl, als würde man direkt in Vierwaldstättersee schwimmen. Dass das Haus architektonisch mit der Technik mithalten kann, war die Aufgabe von Carlos Antonietti. Und das war die Grundidee, von jedem Blickwinkel von diesem Haus den See ins Haus hineinzuholen. Darum haben wir die Badwanne auch so konzipiert in diese Richtung. Also man sitzt in der Badwanne und hat eigentlich in den Füßen eigentlich nur den See vor sich. Das Gleiche ist im Pool, Whirlpool oder sogar im Bett. Im Bett passiert genau das Gleiche. Wenn man liegt, sieht man eigentlich nur die Berglandschaft, den See vor sich. Im Haus ist der Fokus neben dem Design auch auf der Technik gelegen. Alle Geräte und Kabel so zu verbauen, dass sie nicht auffallen, war auch für die Architekten eine Herausforderung. Ja, auf jeden Fall. Also, wie wird die Technik versorgt? Wie wird sie überhaupt in die ganze Design integriert und gestaltet? Vor allem natürlich, wenn man auch eine Sauna anspricht, die gerade an einer Glasscheibe oder einem Fenster ist. Wie funktioniert das Ganze? Wie wird das ausgestaltet? Also, das war eigentlich ein zentraler Punkt für die Technik. Wie wird die integriert? Es gäbe in diesem Haus neben dem vollautomatischen Staubsauger noch viel mehr zu zeigen. Schliesslich ist die Villa sozusagen Testfeld und Showroom von der Firma AVS, die das Gebäudemanagementsystem entwickelt hat und immer neue Sachen integriert. Der Trend geht mit Sicherheit auf immer mehr Intelligenz. Das heisst, es werden immer mehr Geräte auf den Markt kommen, wo man so ein Gebäude integriert.
die eine eigene Intelligenz haben. Und unser Ansatz ist, die Intelligenz miteinander zu vernetzen, dass man sie auf eine einfache Plattform bringt, um einfach zu bedienen. Die Zukunft liegt auch im Umweltschutz. So werden all die elektrischen Geräte und Systeme schon heute grösstenteils mit Solarenergie betrieben. Wenn es draussen kalt ist, hat man es drin in der Wohnung natürlich gern schön wohlig warm. Und dementsprechend wird auch ganz individuell geheizt. Bei den einen ein bisschen mehr als bei den anderen. Thomas Oberli vom Hauseigentümerverband, wer übernimmt jetzt die Kosten für die Heizung und für das Warmwasser? Also in den meisten Mietverträgen ist das so geregelt, dass der Mieter für die Heiz- und Warmwasserkosten aufkommt, neben dem Zins, den er zahlt. Das heisst, er kommt in der Regel jedes Jahr eine Abrechnung über, die er dann entsprechend muss nachzahlen muss, allenfalls einmal eine Rückzahlung bekommt, wenn er zu viel an Kontobeiträgen geleistet hat. An Kontobeiträge, eben, das ist jetzt gerade so ein Stichwort. Wenn jetzt die nicht länger für die Kosten zu decken, wie sieht es denn aus? Muss man dann wieder draufzahlen? Das ist auf jeden Fall so. Oder? An Kontozahlungen werden dann eine zukünftige Rechnung geleistet. Und wenn die nicht kostendeckend sind, muss der Mieter nachzahlen. Das war ja gerade in den letzten Jahren ein Thema, wo die Heizölpreise so massiv gestiegen sind, dass dann die An Kontobeiträge natürlich in der Regel nicht ausreichend gewesen sind. Dann ist das sehr zum Tragen gekommen, natürlich. Wie ist das jetzt in einem Mehrfamilienhaus? Wie werden jetzt hier die Kosten eben für die Heizung und das Warmwasser aufteilt? Da muss man auseinanderhalten. Einerseits in den meisten Altbauten, wo wir eben die verbrauchsabhängige Heizkostenabrechnung nicht installiert haben, auch nicht vorgeschrieben ist, dass die muss kommen, wird man nach Wohnfläche verrechnen. Das heisst, das Mieterverhalten an und für sich tut noch den Gesamtverbrauch beeinflussen. Oder? Also wenn jetzt jemand immer Kippfenster offen hat, dann wird der Heiz Wärme verpuffen und alle anderen Mieter müssen mitzahlen. Wenn jemand sehr sparsam ist, wird der Gesamtölverbrauch reduziert, aber der einzelne Mieter hat nicht einen Vorteil, in dem Sinne direkt davon. Anders als eben bei Neubauten, wo man dann die verbrauchsabhängige Heizkostenabrechnung hat, das ist ein System mit Zähler an den Radiatoren und dort hat man mindestens einen Teil der Kosten, der dann nach dem effektiven Verbrauch von dem Mieter geht. Gibt es in Deutschland auch gleich noch Nachteile oder nur Vorteile, wenn man jetzt von dieser verbrauchsabhängigen Heizkostenabrechnung redet? Man muss natürlich auch bei der verbrauchsabhängigen Heizkostenabrechnung immer sagen, es gibt auch dort gewisse Grundkosten, Chemiefägerkosten, Tankrevision etc., die nicht nach Zähler abgerechnet werden. Das sind in der Regel 30-40% der Kosten. Also das Sparverhalten eines Mieters wirkt sich nur im Restbetrag aus. Ein Nachteil sehen wir vom Hauseigentümerverband ein bisschen drin, dass man keine transparente Abrechnungen hat. Die Mieter verstehen ja in der Regel die Abrechnungen, die Codezahlen nicht. Und ich denke, weil sie nicht transparent ist und auf der anderen Seite dann noch teuer ist, der Mieter muss den Verwaltungsaufwand zahlen. Es kann nur eine Fachfirma die Codezahlen ablesen und auswerten, ist es auch für den Mieter wahrscheinlich nicht so spannend. Was ausdehnte Verkehrsschilder mit Möbeln zu tun haben, das erfahren Sie heute in der Rubrik Ding oder Unding. Wer sich an Verkehrsschilder auf der Strasse nicht satt schauen kann, kann sie jetzt daheim mit Küche stellen. Der Thomas Kasper macht aus ausdehnten Verkehrsschildern Tisch. Die sind unter dem Namen Schilda erhältlich. Die Schilder montiert die Informatiker nicht etwa in Nacht- und Nebelaktionen auf den Strassen ab, sondern besorgt sie aus Werkhöfen in der ganzen Schweiz. Züge, Grösse und Tischhöhe sind frei wählbar. Schilder sind nicht nur etwas für Autofreaks, sondern für jeden, der individuelle Möbel schätzt. Jeder Tisch ist ein Unikat und definitiv wetterfest. So kann man auch bei Wind und Wetter auf der Terrasse seinen Kaffee trinken. Erhältlich sind Tische unter www.schilda.ch ab 390 Franken. Das war's für heute. Mehr rund ums Wohnen gibt es in einer Woche wieder, zur gleichen Zeit und natürlich auch auf dem gleichen Sender. Ich freue mich, wenn Sie dann auch wieder einschalten. Jetzt wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Auf Wiedersehen miteinander. Sind Sie sicher?